habe einen Kontakt hinter mir. Ja, und ist eine, hinter dir sind bin ich und noch eine andere 109. Okay. Das ist safe. Und, ich dachte, du wärst unter mir der. Aber okay, sehr schön. Da sind ja auch noch 109. Weil 110 ist schnell, gell, wenn die jetzt so Gas gibt. So, ich bin der Flieger auf maximal und komme halt gerade so ran. Ja, ich habe aber nur 1-1 Attacken jetzt. Ja. Ja, an dir bin ich ja mittlerweile auch. Kannst ruhig jetzt, also wenn es jetzt um Eskorte geht, dann ruhig Gas geben, weil der drückt jetzt an. Dann müssen wir versuchen, dran zu bleiben. Das ist dann auch nicht ganz so schlimm, wenn die, naja, Rotte nicht gerade zusammen ist. Was will denn der angehen? Jetzt dreht er über Lisa weg. Ich weiß es auch nicht. Der, ja, vielleicht ja, Hawkins der, jetzt doch hat der vielleicht gar keine Bomben dabei? Ach, das könnte sogar theoretisch auch sein. Ja, das ist vielleicht eine B4 ist. Aber warte, ich schau mal nach. Gucken. Oh, es ist eine C4. Ja, ne, ist eine. Aber ja, auch die ja, sind doch normalerweise nichts, zwei drunter. Magneten. Ja. Hm, gut, was machen wir? Jetzt so ein Schiffen, bisschen. Ja, wie du meinst, aber hier ist doch eigentlich ein schönes Gebiet, wenn man die abhängt. Ja, wir können ja mal Canterbury, da hatten sie eben ein paar Kontakte gemeldet. Ja, genau, vielleicht sind ja welche Blendies unterwegs. Vorhin, ja. Überfliegen jetzt gerade Dover auf 40, Karaya. Okay, ich bin über Dover auf 50. Auf 50? Das ist etwas nördlich von Dover. Der Jos ist jetzt auch schon eher auf 45. Ich habe einen Flaktreffer und mein Wasserkühler ist, glaube ich, kaputt. Oh Mann, wirklich? Oh nee. Jo, was heißt kaputt? Ne, fast aber noch nach Haus, wenn du willst. Also schön dir die Umdrehung runterdrehen. Nicht zu viel Leistung. Ah, wir haben Karaya jetzt in unserer, glaube ich. Jetzt in meiner 9, in deiner 8 etwa, glaube ich, Jos, wenn er das ist. Ranzoomen, ist da was von der hässlichen 1 zu sehen? Ich kann es leider nicht erkennen. Schussposition gehen. Bitte? Ja, ich sehe. Oh Mann. Ein kurzes Ausweichmanöver und zack, bin ich schon wieder sicher. Nix kann mir passieren. Einmal links und rechts. Kontakt Weite 12 Uhr Richtung Frankreich. Ja, Victor, berühre. Gleiche Höhe. Aber zu viel nach hinten geschaut, zu wenig nach vorne. Wo ist denn Jos von mir aus hin? Ja, ich gehe Richtung Mansgrimes geht, wenn du schaust. Okay. Ja, ich gehe jetzt leicht über Rolf und zu dem Kontakt. Ah, über mir, gell? Ja, Victor, was bin ich so tief gesunken? Sss. Kontakt passiert uns bald auf der 3 Uhr. Ich schau mir den mal an. Na. Könnte Feindflieger sein. Der fliegt auch eher zu, also ist noch ein gutes Stück weg. Nee, 109. Ach, schade. Weiterer Kontakt unter uns jetzt. Geht die Hunderten. Victor, sehe ich, berühre. Und der Spitfire fliegt unter mir jetzt gleich zu. Spitfire? Wird von der 109 angegangen. Jetzt. Ja, Victor. Ich gehe drauf. Oh, geht in eine Rolle. Einer. Oh, ganz so stark in eine Rolle. Alles meins, alles meins, alles meins. Oh, der geht der runter, kommt er nochmal hoch. Daneben! Oh Mann, der fällt ja. Ja, ich gehe mal, rein. Boah, der stützt voll durch. Ja, ich hänge hinten dran, aber wenn er jetzt nicht hochkommt, dann lasse ich gleich ab. 35, ja, ich gehe hoch, der geht runter. Hoch. Nee. Nee. Naja, gehe ich auch wieder hoch. Irgendwer kriegt jetzt eine Spitfire an die 6 Uhr. Ich glaube, das bist du, Dui. Da steigt ja, dir was nach. Stützkörper. Ja. Auch komm! Aus dem Winkel haut er mir den Ölkühler kaputt. Kurz nur nach oben gehoben, naja, ich muss nach raus. Ja, ne. Ich war 300 Meter sicher entfernt und dann da, Mann. Naja. Naja, ist alles nicht mehr so schlimm. Früher wäre ich da nicht nach Hause gekommen. Jetzt müsste eigentlich, okay, beim Öl bin ich nicht so sicher, aber ich hoffe mal auf der Höhe. Ich habe mal was draufgegeben. Ich bin nachgestürzt. Oh, jetzt ist der Motor schon aus. Gerade wollte ich noch sagen. Aber warte mal, da hat nur zwei Kontakte. Öl ist immer irrsinnig schnell. Da hat man aber einfach viel ausgefallen, weil es gar keinen Ruckel mit oder so. Das ist abhängig anscheinend. Entweder ob du nur den Kühler getroffen bekommst oder so wirklich so ein Ölbehälter im Motor drin. Oh Mann. Wenn du Glück hast, rennt die Kiste noch so eine Minute auf Sparleistung praktisch. Und wenn du Pech hast, geht der Motor praktisch sofort aus. Ja, und ich befürchte, es langt nicht mehr. 5000 jetzt? Oh Mann.
Wieso, Karaja, wieso gerade in einer Rolf? Ja, in einer leichten Lisa Flak schießt. Ich bin auf Hallo 50. Flieg Ostkurs. Ja, dann bist du das nicht. Aber jetzt ausgelevelt. Also ich muss vom Flak getroffen worden sein, jetzt ist vorbei. Na klar war das Flak. Also da war ja nichts bei dir. Nee, vor allen Dingen Wasserkühler komplett auf. Gut, ich habe Vollspeed gegeben für 2 Minuten, das kann es ja nicht sein, oder? Ja, das ist ja auch das Schlechteste, was du machen kannst. Das habe ich ja gesagt. Leistung zurück, wenn du Wasserkühlertreffer hast. Nein, ich meine, bevor ich den Wasserkühler hatte. Also ich will halt wissen, ob ich mir den Motor selber kaputt gefahren habe oder ob ich halt vom Flak getroffen wurde. Das muss ich sehen. Ja, wirst jetzt sehen, wenn du dann ins Wasser stürzen solltest. Die Speed, die oder jetzt beschossen hat, war das dieselbe, der wir mir nachgestürzt sind? Oder? Könnte knapp werden. Nee, das war eine andere. Ja, ich glaube, ich schaff's nicht nach Hause. Ich habe jetzt Hälfte Weg und Geschwindigkeit nur noch 300 und Höhe knapp 1000. Die andere war schon fast, also die war ja von fast ganz tief bei Dover, glaube ich. Ich sehe eine weitere 109 auf Hallo 55 über St. Margaret's Bay. Das bin ich nicht. Hallo, stimmt's mal, wo du bist, genau. Ja, ich bin südöstlich von Dover auf Hallo 55. Hinter einer 109 jetzt, die gerade leicht über Rolf geht, Richtung Dover. Jetzt über Lisa geht. Bei Canterbury sind wohl Bomber, wenn ihr denen helfen wollt. Sind sicher zwei, die haben jetzt, glaube ich, Canterbury komplett von 0 auf 37% zerstört. Ja, ich fliege mal die Richtung. Es sind viele 88er unterwegs. Boah, das ist spannend, ob ich es schaffe. Was macht der Tui? Lest er schon die Schwimmflügel auf, oder? Nee, ich glaube es lang, ehrlich gesagt. Ich bin auf, 3000 Runde, jetzt geht es noch wahrscheinlich schon, aber müsste schon lang. Ich will ja auf Wissern dann landen. Motor dreht noch, oder ist der nur noch eine Luftbremse? Nee, dreht noch. Eine Luftbremse. Oh Mann, ey, noch 200 Meter und... Bei St. Margaret haben sie Kontakte gemeldet. Ich schaff's ganz knapp nicht, fürchte ich. Oh nee, ist ärgerlich, gell. Ja, ich knalle gleich vor die Klippen bei English French Point, mein ich. Ja, das wird nix. Da steige ich lieber jetzt aus, dann habe ich vielleicht noch eine Chance zu schwimmen. Das war ein ganz komischer Treffer, ungelogen. Da hätte ich normal gesagt, ach, der kriegt mich sowieso nie und dann flupp macht's und dann war er weg. Ja, der ist hier eben von unten hineingestiegen. Ich weiß nicht, wie ich auch. Ja, ist ja auch danach dann, auch weggestallt direkt. Da ist dann halt der Ölkiller halt besonders gefährdet. Naja, ja, ja. Gerade noch hingestreckt. Wo kann man das dann auch sehen? Ihr habt hier viel Crashland. Ich bin im Wasser Crashland. So, jetzt will ich mal gucken, wodurch wurde ich abgeschossen? Geht ja gar nicht. Ach doch, das wird die sein, ne? Wurde ich von AGT? Das glaube ich nicht. Nee, ist meistens da, wenn du da ins Wasser geplumpst bist, kann das manchmal minutenlang dauern, bis die Meldung kommt. Ich hatte keinen an mir dran, der auf mich geschossen hat. Nee, ich hatte dich ja auch beobachtet, da war nix. Okay, ich bin jetzt nahe Canterbury, aber ich sehe weit und breit keine Bomber. Ja, man weiß halt nie, weil vielleicht sind die auch flach rein und wie auch immer, ist immer ein bisschen schwer. Ja, dafür sehe ich zwischen Dover und Canterbury eine Spit auf Hallo 30 vielleicht. Ja, ich kreise hier gerade mit einer Spit, aber ich habe noch ziemlich viel Energie und ich bin jetzt so, was ist das denn, südöstlich von Canterbury, aber so bestimmt so 10 Kilometer weit weg. Ah, Höhe? Hallo. Was habe ich denn da jetzt momentan so auf 54? Okay. Ah, gehst du über Lisa Fall, oder? Über Rolf. In der Rolf, aber jetzt habe ich sie verloren. Ah ne, da unten. Ja, die sind jetzt. Die haben abgelassen und sind sie jetzt über Dover. Wegen Richtung Dover jetzt. Ich bekomme hier eine Spitfire hinten rein, die ist unter und hinter mir. Ich steige mal über Lisa und schaue, wie ich die angehen kann.
Ja, jetzt auf Halo 60 und steigend und die Speed ist ca. 55-50. Ich mache mich mal für die Notlandung auf Lissand bereit. Victor, ich sehe hinter mir einen Kontakt, einen auch etwas tiefer könnte der schon sein. Stürzt jetzt gerade auf eine Speed, die auf Deal zuhält. Halo 40 ungefähr. Ne, ich habe hier eine 109. Sieht aber geradeaus. Hallo Kill, Euro. Oh, hello. Der hat mich noch im letzten Moment gesehen, aber ich habe ihm ordentlich draufgegeben. Nö, hat er sich wahrscheinlich auch das Cockpit noch schön zu dir hingedreht, oder? Naja, er hat auf den Rücken gedreht und dann hat er halt gezogen und ich habe halt das Rewi genau unter seinem Flugzeug platziert und praktisch dann erst abgedrückt, wie er durchgezogen hat. Naja, da hat er nicht mehr viel gespürt. Da hat er, ja, er ist halt schön in mein Visier hineingekurvt. Ich habe jetzt einen Kontakt über Deal Halo 40. Gehe ich mal hin. Ich bin jetzt praktisch über Deal auf Halo 56. Ich bin auf 56 und der ist tiefer, ne? Mal angucken. Ist es bitty? Sieht gerade hoch. Wird gerade angegangen. Sind zwei Spittys. Über Deal oder was? Ja, über Deal, vielleicht ein bisschen rechts von Deal. Bist du schon wieder gestartet, Lacker, oder warst du es? Ja, ich bin nochmal gestartet. Oh ne, jetzt habe ich eine 109 gefolgt, ja, ganz toll. Bitte? Sind ich starte jetzt auch nochmal und fliege auch nochmal. Also eine 109 und eine, die ist gerade im Sturz, gerade eine 109 und eine Spit. Okay, na, ich sehe da leider weit und breit nichts. Muss überlegen. Na, dann lass uns doch wieder bei Calais Hafen treffen. Ja. Hallo, ich weiß nicht, wie hoch du bist, ich werde so bei 10 dann da sein, glaube ich. Dreh schon mal ein bisschen nördlich von, also genau nördlich von Calaishafen. Oh, jetzt kriege ich Black Screen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Damit ich ein bisschen Sprit sparen kann, ich habe nämlich richtig wenig mitgenommen. Nämlich fast Schub raus. Speed, 109 mit Kurs auf Canterbury, stürzt jetzt eh, hat jetzt eine Speedy hinter sich auf Halo 60. Die kriege ich jetzt anscheinend da an der Kurve herum und geht auf mich, so wie es aussieht. Ich bin auf Halo 60 über Deal. Ich kreise hier gerade mit einer oder an Speedy. Naja, das kriege ich doch nicht drauf. Oh, Wahnsinn. Speed und 109 sind gerade kollidiert, Speed ist sofort explodiert, 109 ist ein brennendes Wrack. Oh, naja. Attack Dave war das wohl. Ja. Und Stefan nimmt wohl den Fallschirm in der 109. Sorry, my mistake. Das war ja wirklich mal Fail. Ja, so jedes RAM-Manöver eigentlich, aber naja, es passieren trotzdem immer Stefan wieder. Stefan nimmt es relativ gelassen, weil er ist doch einer von den Leuten, die da relativ schnell mal irgendwie wütend und tobend werden, oder? Ich kenne den ehrlich gesagt nicht so, sagt mir nicht viel. Aber hier mit Smiley sogar noch, also der Feind, der. Oder er hat auch irgendwas Feuertabletten geschluckt. Ich bin, ja. Happy Pills. Ich bin mittlerweile schon auf Speedy 10 was mitgegeben, und die hat Wasser. Werde auf Halo 15 dann beim Hafen sein, Lacker. Ich bin nördlich des Hafens ein paar Kilometer mit nahezu 0 Schub und bei 2. Beziehungsweise ein paar Kilometer ist immer schwer, also. 1,8. Wie, was ist für dich ein paar Kilometer? Was denn ist für dich? Immer? Das ist eine 109, die da irgendwo. Eine halbe Minute vielleicht raus. Okay, na, das ist schon wieder relativ viel, glaube ich. Eine halbe Minute kommt nicht mal weit. Kannst du mich denn dann sehen? Ich komme jetzt, fliege jetzt gerade die Küste auf den Hafen an, von westlich aus, direkt über der Küste auf Halo 15. In ungefähr selbe Höhe, müsstest du mich eigentlich sehen dann. Ja, in der Lisa jetzt. Bist du in der Lisa ja stark? Ja, ich sehe dich aber nicht. Oha, dann fieße ich dich gleich mal ab. Ich bin ja auch sozusagen westlich gewesen. Sorry, habe ich jetzt gesagt, dass ich westlich fliege? Ich meinte natürlich, ich fliege östlich und bin westlich vom Hafen. Das hatte ich
Okay, ich hab's genau andersrum verstanden. Naja, habe ich wahrscheinlich falsch gesagt. Steht schon. Genau, dann jetzt hören auf Hallo 16, hohen, ja, ich seh dich. 7 oder 8 oder was das ist. Seh dich da. Na, wollen wir mal zu den beiden anderen? Hm. Ohne uns oder halten die noch nicht lang durch? So sehe ich das nämlich auch. Ja. Die Spitty, der geht's gar nicht gut gerade. Die ist gerade unten eingeschlagen. Na, hier kreucht und fleucht schon wieder alles irgendwie am Deck herum, kommt mir vor. Ja, manchmal gibt's auch jetzt in letzter Zeit Tage, wo die wirklich alle oben rumfleucheln. Ist ja auch gemein, ja. Die 109 die ganze Zeit, die kurft mit der rum und ich komme und baller sie ab. Ist auch scheiße, ne? Ich sehe etliche Kontakte bei wieder. Dover, aber halt alles so um die Hallo 15 herum. Über St. Margaret sehe ich einen Kontakt, circa genau, 1-1 Atta. Hallo 10, Atta. 12, 3 Kontakte. Ja, das sind die ich vorhin gesehen habe. Sind jetzt von Dover Richtung St. Margaret weitergeflogen. Na, Victor, das müssten die sein. Das sind Feinkontakte, weißt du das? Ich weiß es nicht, ich bin zu hoch dafür. Ja, ich bin auch ziemlich hoch. Bin jetzt auch noch auf Hallo 50. Ja, versuch auch beim Nähern Lacker ein bisschen versetzt zu fliegen, weißt du, dann kann ich dich, deine 6 viel besser einsehen. Sieht aber nach Luftkampf genau aus. Genau, hinter der 6 List. Mhm. Die sind unheimlich tief. Wird beschossen. Wo kam das her? Einer von der Contrail-Höhe anscheinend rein. Ja, wir sind gerade ein Drittel des Weges von Calais nach Diehl auf Hallo 25, also keine Hilfe im Moment. Aber wenn du. Ja, ich bin jetzt frei. Ich habe ein paar Treffer kassiert. Aber fliegt noch und wo bist du denn? Nichts wirklich beschädigt. Ich bin verwundet leicht, aber sonst. Ja, ich bin jetzt Dover Hafen auf Hallo. Also Hallo kann ich jetzt leider nicht ablesen. Das Höhenmesser ist zerschossen. Ich schätze 62, 63. Und da ist eine Speed nämlich auf mich raufgestürzt von der Contrail-Höhe. Gleich wieder hochgezogen oder wo ist der hin? Ja, der ist wieder auf Contrail-Höhe jetzt. Ich hab nur einen Anflug gemacht und ist jetzt über. Hast du nicht gerade gemeint, dass die halt alle unten rumkurven? Ja, halt mit der einen Ausnahme. Ja, genau, aber die ist die gemeine. Ja, also Spitty über Folkestone auf Contrail-Höhe, passt auf. Leider. Ne, wir fliegen es mal an, aber werden dann da erst so bei maximal 50 sein. Ich sehe Flak über mir, das könnte dir. Ja, Victor, ich sehe sie, sie zieht Kondens. Ja, leider verschwindet die Kondens so relativ schnell. Bei mir nicht, bei mir geht. Ja, ist die Spitty, jawohl. Nö, mir ist das zu blöd, die ist mir viel zu hoch, ich hab. Vernünftig. etliche Kontakte zwischen Dover und Hawkins über Wasser. Wie hoch? Sehr niedrig. Ungefähr auf Höhe der Schiffe. Naja, ich würde sagen 10, 15. Okay. Naja, jetzt machen wir erstmal auch nochmal ein bisschen höher. Sind mittlerweile auf gleich 40. 3,5. Ich hab den Kondensstreifen genau über mir. Gar nicht so beruhigend. Ne, ist nervig, gell? Ja, jetzt ist er weg, das ist ganz nervig. Ja, das ist noch nervender, ja. Oh, Psychoterror. Das kann ja nichts Gutes heißen. Ich vermute mal, er stürzt sich mit mehr Energie auf dich herunter. Sehe aber die Kontakte hier jetzt nicht. Kontakte sind jetzt im Hafen von Dover. Ah, Victor, ich sehe die Flak. Das sind etliche Kontakte. Ich hätte mal, glaube ich, einen rausbieten. Kannst ja mal schauen, ob da vielleicht Bomber dabei sind. Zurück. Ja. Okay, dann halten wir auch mal die Höhe Lacker auf 442 Level aus. 1-1 Atta, ein bisschen Drehung zurück. Dover Hafen, sagst du? Ja. Hier kurft eine 109 ganz dämlich am Deck mit einer Speed. Ah, Kontakt sehe ich, sind jetzt schon bei den Schiffen ungefähr, ne? Ja. Ich habe einen auf Victor. Die 109 genau, kann ich nicht helfen, wenn ich so hin und her zappelt. Seid ihr bei den Schiffen, ja? Über dem nördlichsten Schiff bin ich gerade. Ja, genau, da sind zwei Kontakte, sehe ich da. Hallo, was ist das? 15?
Ich sehe zwei Kontakte über Dover kreisend. Seid ihr das? Drei Kontakte sogar. Hallo, ich sehe jetzt wieder nach oben. Hallo, der Kontakt, den ich da sehe, ist wahrscheinlich so zwischen 30 und 40. Oh, da ist wahrscheinlich eine Blenny. Da ist eine Blenny, wie es aussieht, überfliegt die Schiffe gerade. Mit zwei Mod unter Flak. Mhm. Ja, ist eine Blenny. Wollen wir rein, Lacker? Ja. Oh, ich setze zwei Blennys, Schub zurück. Wir müssen uns erst ein bisschen runterkurbeln aus der Höhe. Zwei Blennys über den Schiffen, flach. Ja, ich hole mir gerade eine. Ja, ich habe jetzt. Ich glaube, die vorderste, die hat die Schiffe gerade komplett passiert. Ja, ja, Victor, dann gehen wir eine, auf die hintere. Eine bin ich gleich gerade dran, die zieht jetzt ein bisschen wieder weg. Die geht jetzt über Lisa. Meine geht über Roll. Ah, ne, meine geht über Roll. Jojo, dann gehen wir auf dieselbe, Jos, wie es aussieht. Stützkraft. Hab ein paar mitgegeben. Sehr schön, ich gehe jetzt auch wo rein. Was sind die? Das sind zwei. Schieß. Oh, der ist, glaube ich, sogar schon die Motoren erwischt, Jos, wenn du das warst. Ja, der ist auf jeden Fall das Heck irgendwas auch abgefallen. Jo, ich gehe nochmal drauf, der versucht noch einen Angriff, wie es aussieht. Der eine schmiert ab. Da ist noch eine. Die hat gerade abgeschmissen. Victor, der geht runter. Der hat keinen Motor mehr. Ich gehe die andere mal an. Jo, die gerade abgeschmissen ist Karajas, oder? Ah, ich sehe sie. Ja, naja, die geht aber schon runter, glaube ich. Die hat sich, glaube ich, den halben Flügel abgerissen an dem Schiff. Ich versuche mir auch mal eine zu erwischen. Ah, die fliegt aber noch. Nee, da ist. Vorsicht, da stürzt was runter, aber nur 109, wie es aussieht. Das bin, glaube ich, ich. Ah, springt ab. Ja. Die andere, die hat einen Tankleck, die sind auch die Motoren aus. Boah, wer ist denn da? Die eine fliegt hier noch. Die eine fliegt auf jeden Fall. Ah, nee, jetzt ist das Heck weg. Ja, der ist irgendwer vor mir hergeflogen, den habe ich wahrscheinlich auch erwischt. Ich mache aber erst wieder irgendwer hat das Heck abgeschossen. Ja, das war ich. Dann dürftest du auch von mir was abbekommen meine haben. Meine hat wieder... Ne, ich war hinter dir, hab... Irgendwer ist von mir hergetaucht auf einmal. Dir. Mein Heck hat gerade... Mein Abzug hat gerade wieder geklemmt. Das ist ein Scheiß hierbei. Aber ich weiß nicht. Ich habe nur mit MGs geschossen. Komischerweise habe ich hier ziemlich viel Prozent am Boden bekommen. Na, die hatten keinen Spaß, die beiden Blennys. Ich glaube, ein Schiff haben sie versucht. Was? Ich habe mit meinen MGs die Tail-Section abgeschossen? Steht hier in der Statistik? Ja, da sind aber immer noch Kontakte über Victor, den Schiffen. Victor, zu den anderen Schiffskonvoi auf ein Drittel des Weges ist Feind, ist Flak und Feind. Oh, ich werde geschossen. Wo bist du? Wo bist du? Westlich der Schiffe in der Rolle. Ja, das ist Lacker. Ah, okay, von unseren Schiffen zu den anderen Schiffen, etwa die Ebene auf Fallo 5. Lacker ist jetzt auf 10, die Spit. Bleib oben, Lacker. Und nicht so nah an die englische Küste ran, bitte. Ich komme schnell näher, wenn du jetzt doch ganz minimal in eine Lisa gehen könntest, bitte. Lisa. Bist du frei, hat mich gesehen. Okay. Ja, er hat abgedreht. Komm, du Junge. Geht über Lisa raus, aufs Wasser. Ein bisschen höher hinter dir. Jo. Komm jetzt also schnell ran. Ich bin, denke ich, so in 15 Sekunden in Schussreichweite. Bist du dran, weiter. Sonst? Ich bin auch in... Ja, wenn du schon in der Nähe bist, ist egal. Nein, geh ran. Ich bin ungünstig. Ich schieß. Daneben, bin ich noch dran. Schieß. Boah, bist du dran. Schön. Naja, leider nur so ein bisschen MD. Sieht gut aus. Er hält ja, noch ich habe auch nur noch... So, die zieht weg. Jo, jetzt hat er noch ein bisschen was mitbekommen. Oh mein Gott, was macht der denn? Oh, der stürzt ab, ne? Ach, das weiß ich doch nicht, ehrlich gesagt. Ey, das war gut. Gut oder nicht gewollt? Jo, jetzt trudelt aber nochmal ganz komisch. Das war unnötig. Ja. Nee, das war unnötig. Ja, der jetzt geht's ins Wasser. Nee, da hat er doch so ein bisschen mehr an den Kontrollen. Ich breche ab. Ja, Victor. Ja, wir sollten wieder ein bisschen Höhe machen, gell? Ich glaube, hier unten wird man nicht halten. Ja. Ich gehe. Mach Höhe. Wir haben ja auch noch heftig Flak. Geht die noch D? Oder? Ja, bei dir sieht aber alles gut aus. Hinter mir ist eine Spitze, die beschossen wird und Öl hat. Ja, das ist meine. Über den Schiffen, ne, direkt die. Naja, aber die kann nichts mehr, also ich mach trotzdem Höhe. Da ist auch Karai, der wird gleich unsere Hilfe bauen. Karai, du hast hinter dir auch einen sehr nah. Ja, ich hab schon umgedreht, ich komm mal da hin. Ja, du bist gerade 6, ja. Vorsicht. Okay. Ne, ich bin frei. Bist du frei, ja. Die ist nach oben weggezogen. Ja, eine Spit, oben wird auch einer beschossen auf 20. Ja, stimmt. Ja, da ist eine Spit über mir, aber die eine geht Blenny, nicht auf mich. Blenny auf Hallo 20 über den Schiffen. Oder mal wird schon angegangen. Die sinkt jetzt und hat schon irgendwas am Brennen. Ja, hat schon so. Öl und Wasser
wegrutschen von der 109. Ganz gut erwischt. Macht doch, wenn ihr könnt, ein bisschen Höhe wieder. Ja, gleich. Eben. Oh, über uns ist ganz schön viel. Zumindest Flak. Naja. Also eine, pass auf, 109. Eine Spit, Victor. Eine Spit schießt jetzt runter auf die Schiffe hinter der Blenny. Oh, ich glaube, die hat sogar ihre eigene beschossen. Ja, hat jetzt abgelassen. Ich hänge hinter der. Geht über Rolf. Einer bekommt 6, bin jetzt in Schussposition. Einer bekommt 6, hilft immer so gar nichts. Er sagt so ein bisschen, wie hoch, welch fliegt der rechts? Ja, tiefer lass, ich schieß. Victor. Aber ich bin Treffer an der Spit dran. Auf Hallo. Okay, ich bin 10. Ich bin dann nochmal hinter dir an der Spit dran. Wenn du rausgehst, ja, okay, die macht ein Manöver, dem ich nicht mitgehen kann. Ja, warum denn nicht? Ah, seid ihr gerade zwischen den Schiffen? Mhm. Okay, weil da sehe ich 209er, die haben das Hallo gehen. 5. Ja. Dann seid ihr das. Ja, dann gut, dann kann ich erstmal raus. Ich komm da nicht ran. Ich komme da auch nicht dran. Okay, ich gehe mal rein. Deswegen ist auch genau. Kurve. Geht jetzt hoch. Ich glaube, da kann ich dran jetzt gleich. Folgen. Jetzt hoffe ich, dass er mich nicht erwischt gerade. Aber müsste passen. Jetzt hängt er in der Luft gerade. Könnte ich. Ah, Motor ist aus. Irgendwer geschossen. Sehr schön. Motor ist aus. Karaya. Sehr schön. Ach, der war schon vorher ausgestiegen oder was? Nee. KI Spitfire 1A von Karaya. Naja, das ist eine andere, die gerade runtergegangen ist. Zweimal Speedies in einem Head-On komplett zerschossen. Sehr schön. Ja, der stand aber auch bei 0 km/h gerade in der Luft, wobei die meistens schwerer zu treffen sind, als wenn sie sich bewegen. Horrido. Horrido. Da haben wir gut aufgeräumt gerade. Tief fliegt 109. Ja, das kommen gerade nach euch hoch. Wunderschön von den Tui auch noch gesetzt. Oh, das ist toll. Ein tolles Bitte? Gefühl. Da kommt noch eine 109. Ist das schön. Wer fliegt gerade in der Rolf? Lacker. Okay. Ja, bin ich hier. Westlich der Schiffe. Ja. Genau über den Schiffen jetzt auf Hallo 20. Ja, da schießt noch immer Flak, das macht mich irgendwie. Ja, mich gerade auch ein bisschen. Vielleicht ist auch irgendwie noch im Wasser unten. Ja, da habe ich auch zwei Kontakte, die sind östlich von den Schiffen. Oder seid ihr das? Muss immer die Höhe mit angeben. Oder Hallo, irgendwas. Ja, Hallo 5, Hallo 7, so unten. Nee, drin. 20 bin ich, ja, habe ich. Oder. So, ich flieg mal nach Hause. Ich habe noch immer Tomatensaft in den Augen. Na, Victor.